Hi, ich bin Just Ketchup Animation und auf meinem Kanal habe ich in letzter Zeit unter anderem über meine verrückten Tinder-Dates erzählt und Master Jam meinte, er hätte auch eine auf Lager. Ja, ich habe da nämlich auch eine Geschichte, die musst du gehört haben. Ich, Master Jam, damals jung und verzweifelt, habe auch meine große Liebe über Tinder gesucht. Du hast da übrigens was in deinen Haaren. Eines Nachmittags saß ich im Zentrum in Köln in meinem Masturbatorium, swipete mich durch den Dschungel an sportlich braun gebrannte Studentinnen in meiner Umgebung und traf dann auf jemanden, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Da war dieses Mädel, welches echt mein Typ war. Punkig, gefärbte Haare, Piercings, Tattoos, ein bisschen mollig, total kawaii eben. Ich schaute mir ihr Profil genauer an und konnte meinen Augen nicht trauen, denn unsere Interessen glichen beinahe 1:1. Sie schien die gleichen Hobbys zu haben wie ich, auf die gleichen Bands zu stehen wie ich und auch die gleichen Games zu spielen wie ich. Als ich sie likte, stand auch schon direkt das Match und es bedarf keinem langen Chat, bis wir uns verabredeten. Wow, Liebe auf den ersten Swipe! Auf dem ersten Blick waren ihre Fotos im Vergleich zum Original schon ziemlich nahe am Catfishing, denn in Real Life war sie so bunt angezogen, dass sie mich weniger an meinen Geschmack, sondern eher an Hurra-Bärchi von den Glücksbärchis erinnerte. Es war Sommer und wir machten einen Spaziergang um den Aachener Weiher in Köln. Und dann habt ihr euch geküsst. Was? Nein, lass mich doch erstmal weitererzählen. Unser Date, wenn ich das so nennen darf, ging knapp 2 Stunden und im Verlauf des Gesprächs stellte ich immer mehr fest, dass ihre genannten Interessen aus dem Profil zu keinem Stück der Wirklichkeit entsprachen. Und dann habt ihr euch geküsst. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ne. Okay, weiter im Text. Sie hörte weder die Toten Hosen, im Gegenteil, sie kam eher aus der Hip-Hop-Szene, noch besaß sie irgendeine Konsole oder sonst irgendetwas, wovon sie mir so erzählt hat. Generell kam sie mir auch total weird rüber. Irgendwas stimmte nicht. Als ich sie auf dem Rückweg zur Bushaltestelle brachte, wusste ich schon gar nicht mehr, was ich jetzt überhaupt gerade von ihr halten soll. Und plötzlich sagte sie zu mir: Du, ich weiß übrigens, dass du Master Jam von YouTube bist. Ich hab dich mal gesehen, bin dir nach Hause gefolgt, hab Tinder auf 1 Kilometer Radius gestellt, mein Profil so angepasst, dass es dir gefallen könnte und gehofft, dass du mich matchst. Na, sehen wir uns wieder? Ich meine, was zum Teufel? Sie ist mir wie ein Stalker nach Hause gefolgt? Ich dachte, sowas gibt's nur im Film. Okay, aber dann hast du sie geküsst. Nein! Du kannst mir glauben, die verbleibenden Minuten, bis der Bus kam, fühlten sich wie eine Ewigkeit an und selten war mir etwas so unangenehm wie in diesem Moment. Ich meine, ich wusste, irgendwas stimmt nicht mit ihr, aber ein Stalker, der mir nach Hause folgt? Im Ernst? Okay, das ist ja eine nette Geschichte. Aber was uns jetzt alle interessiert, ging da noch was? Was? Nein, ich habe sie nie wieder gesehen. Wow, das ist doch fast schon romantisch. Ich mag die Vorstellung, dass sie vielleicht bis heute jeden Abend bei dir durchs Fenster schaut. Du hast wirklich eine komische Definition von Romantik. Tja, und wer jetzt noch mehr verrückte Tinder-Stories hören will, kann gerne auf meinen Kanal Just Ketchup Animation vorbeischauen. Bis dann, Leute. Ciao.